Minecart-Strecke. Ja, oder so, das wäre natürlich auch interessant, ne? Ich muss mir das mal im Flug angucken, das geht so hier nicht im Game Mode 0. Ach ja, wir müssen ja dann von der anderen Seite auch noch durch den Berg. Ja, das geht aber da. Mach mal einfach hier so nach drüben und gehen hier runter. Wir könnten ja ganz gut in der Stadtmitte auftreffen. Dann müssen wir mal schauen, wie breit das natürlich wird. Das wird eine Sache noch zum Ausdiskutieren oder so. Ja, ich guck grad mal und schätze so ein bisschen ab. Ich glaube, man würde sogar viel zu weit oben rauskommen erstmal. Eventuell bauen wir dann eine Treppe oder wir müssen nochmal im Berg eine Runde runtergehen und dann hier weiter auf einem besseren Level rauskommen. Ich glaube, wir würden dann ein bisschen neben dem Weg rauskommen, je nachdem. Das können wir aber dann später anpassen. Obwohl, warte mal, wenn das Haus hier endet, da darf man natürlich auch nicht kollidieren. Unterwegs hier. Mach dir mal keine Gedanken. Ja, ach so, okay. Na, hab ich mir schon gedacht, ne? Du warst wieder so im Tüftelmodus. Ah, du machst das hier doch mit Minecart, lol. Ach so, außenrum einfach nur. Okay, ja gut. Ja, sehe mich noch nicht in der Stadt hier. Minecraft-Strecke. Naja gut, außerhalb, also oberhalb, hatten wir das auch selten. Sonst war es meistens unterhalb, wenn dann. Außer vielleicht mal bei Erwi sogar in Staffel 1. Da war doch mal was mit Minecarts. Aber das war, glaube ich, auch knapp unter der Erde. Und das wollte er hier auch wieder aufbauen, dieses Mal mit seiner Schwebebahn, dass er das realisiert, unterirdisch oder so. Moment der Wahrheit. Mal gucken, ob das reicht, die Strecke. Ja, bin mal gespannt hier. Ich guck mal, ob bei dir überhaupt ein Schild ist, all hier draußen. Das sind immer so Details, die merkt man dann erst mit der Zeit. Ah. Zwischendurch wird etwas langsam. Ja, hier schafft es nicht hoch. So eine Scheiße. Dann musst du halt hier unten eine Power Drill direkt setzen, dann geht's. Mehr Power. Generell einen Berg hoch brauchst du, glaube ich, alle 2 Blöcke am besten, so ein Ding. Wenn man E-Auto fährt. Ja, hier kannst du ja elektrifizieren die Strecke, ne? Brauchst du noch oben Fahrrad und dann geht's ab. Ja, das ist gerade so noch im Rahmen, würde ich sagen. Jetzt passt. Perfekt. Der Rund ist ja kein Problem. Ja, na, das sowieso. Okay, und dann hier einfach so eine Station oder willst du hier noch so ein Häuschen bauen vielleicht? Also einfach nur so ein Unterstand wird erreichen. Nee. Ich weiß nicht, was das hier für ein Block sein soll. Einfach mal weg damit. Gut. Jetzt gut. Okay, meinst du, das ist hier perfekt schon? Ah, vielleicht kann ich ja noch was hinzaubern. Mal gucken. Nur hier kann er besuchen. Warum? Naja, also hier einfach nur so als Deko neben dem Gericht, was hier eh steht. Das wäre doch eigentlich eine gute Location für irgendwas Kleines, was ich mir noch ausdenke. Vielleicht auch orientiert am Kiosk aus Top Attack oder wie ist das Tiny CR6 damals von Rietze. Genauso wie ein Tiny Aura 2, da hat er auch so einen Kiosk gebaut mal. Oder natürlich mein legendärer Item Shop in Infinity, der nie genutzt wird. So, das passt doch. Ja, bin ja mal wieder nur am Holz holen oder so oder generell das wegkloppen. War richtig produktiv auf jeden Fall. Ja, schon. Wir in Hochform. Ja, in letzter Zeit, gell, da hast du vor allem im Creative wieder Bock. Dann muss ich auch nicht zusammenfarmen. Na, es hat schon Vorteile, gell. Vor allem kann man da mal der Kreativität direkt einen Lauf lassen und muss nicht immer warten. Vor allem das andere ist halt, da hast du beschränkte Möglichkeiten, dann musst du wieder los am Ende und bist eigentlich nur am Hin und Her gehen. Ah, jetzt machst du hier noch eine Bücherregalwand. Okay. Bin gerade im Game Mode 3, falls du dich wunderst. Das schon mal sieht das jetzt außen oder so. Na, so creepy ist es nicht. Gott sei Dank. Obwohl Game Mode 3 eigentlich ja noch creepier ist, denn da siehst du mich ja gar nicht, ne? Wir wohnen hier oben. Wo genau? Dachte, du verfolgst mich. Nee, gerade nicht. Ach so, jetzt bin ich bei dir. Moment, ich guck grad. Das könnte sein, dass es von Import ist, denke ich mal. Also würde Sinn machen. Schild, also kann ich die Kiste nehmen. Nee, lass das mal lieber. Das ist schon eine Basis von Nee. irgendwem. Oh. Ich guck mal. Verdammt. Ob Marlon vielleicht noch in der Nähe ist, dann wäre das ein Beweis, dass die das waren. Obwohl ja dann wahrscheinlich eher woanders baut ein bisschen. Die werden nicht so nah aneinander sein. Aber da wird ja der Berg doch genutzt, nur auf der anderen Seite eben. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Ja, die Das Stadt. beste Haus auf jeden Fall in der Stadt. Ja, die Stadt füllt sich auf jeden Fall langsam, gell? Da tut sich was. Bin mal gespannt, wie das hier am Ende irgendwann aussehen wird alles. Ich will ja auch noch viel schaffen mit meinem Ding. Es wird niemand zu toppen sein hier, was ich gebaut habe. Ja, naja, klar, also das stellt ja echt alles in den Schatten. Ja. Deswegen wird es natürlich schwer jetzt auch für die anderen. Die werden vielleicht demotiviert sein, weil sie denken, oh scheiße, da komme ich eh nie ran. Aber vielleicht sind sie auch deswegen gerade motiviert, ne? Das kann ja auch wieder umgekehrt betrachtet werden.
angespornt. Na genau, dass er in deine Fußstapfen treten. Alle besser sein als ich. Ja, gell? Ja, natürlich nicht gelingen. Naja, klar, gell? Also du bist ja die Nummer 1 und sogar die Nummer 11. Ja, damit zählt besser oder so. Null Tode. Wer kann das von sich behaupten? Naja, vielleicht Import oder so, ich weiß nicht. Aber die sind ja jetzt erst da. Das ist die Schweinsteiger wahrscheinlich. Ja, genau, der war ja eh lange nicht hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist schon gestorben am Anfang auch. Man muss das eigentlich immer auf die Spielzeit gerechnet sehen. Oder in Statistiken. Hier baut der Basti 14, ich hab's gefunden. Ah ja, genau, ne? War ich vorhin ja auch. Das ist... Was baut er denn hier? Ich weiß nicht, er hat da irgendwas mit Zuckerrohr in dieser Lagune gemacht und ist auch geterraformt, aber das war es halt. Ich glaube, das war hier früher ein Plains-Bioma und hat ganz viele Bäume. Ja, ne? So. Das ist meine Vermutung. Ich grab mir jetzt meine Mine endlich. Das wollte ich schon lange machen an der Stelle hier. Zum Glück habe ich schon eine Diamantspitzhacke gesponsert bekommen von Sano und so. Könnte ich auch nochmal vorbeigucken gleich vielleicht. Dieser Ösi. Der Ösi, ja. Der baut ja zusammen mit Taramti und irgendwem sonst noch seine Stadt. Die ist auch relativ weit weg. Ist ein bisschen kompliziert über Nether zu erreichen, aber es geht schon. Und ein eigenes Land? Na, ein eigenes Land. Ich weiß nicht, vielleicht wollten die sogar ein bisschen Österreich-Feeling aufkommen lassen da. So wie in richtigen Craft Attack, wo ja Letsugo vergeblich versucht hat, Österreich zu bauen. Da kamen dann nur irgendwelche Schrottfiguren oder so auf seinem Grundstück. Das war auf jeden Fall auch lustig. Israel kriegt halt nichts hin, ne? Naja, keine Ahnung. Ich glaube, so war das nicht gemeint, dass er jetzt was gegen das Land hat. Das war einfach nur random, weil er keine Lust hatte, ernsthaft zu spielen. Und dann hat er so ein halbes Jahr noch auf seinem gesprengten Grundstück gefühlt gelebt. Also hat das nicht mehr repariert. Da war so der halbe Kistenraum und so weggefetzt, aber scheißegal, ne? So genießt man's Leben, würde ich sagen. Herobrine. Herobrine? Hast du gefunden? Wie so ein Kreuz im Meer. Ach so, ja, stimmt. Na, du hast ja immer Ausschau nach solchen Sachen. Ich sehe nur Herobrine. Ja, ich sehe das irgendwie nicht, gell? Wenn ich sowas finde, dann denke ich da gar nicht dran. Du bist auch nicht traumatisiert. Naja gut, du hast schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich hatte auch mal Zeiten, 2015 rum oder so, da hatte ich irgendwie gar keinen Bock auf die ganze Thematik. Oder 2000... Da ist ein Schneebiom. Ach, ein klassisches. Mit den Fichten. Ach so, na das ist natürlich geil, das hatte ich auch schon gefunden. Es könnte sogar sein, dass das jetzt in der Nähe von Sano bereits ist. Die haben auch in so einer Tundra gebaut. Nicht mehr diese komischen Fichtenbiome ohne Schnee. Ja genau, ach so, ohne. Viel zu hässlich. Ja, ohne, die sind hässlich, das ist wirklich schlimm. Dass sie die eingeführt haben und vor allem, dass sie so oft immer sind. Die hätten sie ja vielleicht so als Randbiomen machen können, was man sehr selten findet. Sowas wie Dschungel, aber doch nicht hier als Standardding, was ständig kommt. Ich hab noch so ein Schiff gefunden. Ach so, ja. Ein Eisbergbiom. Na, die gibt's relativ oft noch, gell. Ist das die Titanic? Titanic? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Hat das was mit dem Herobrine-Kreuz zu tun? Ja, vielleicht, ne? Eventuell macht er Sarah so Schatzkarten, wie die, die du von Villagern kaufen kannst, und dann findest du halt diese Schätze, ne? So eine Bori-Treasure-Map? Ja, hast die gefunden? Direkt? Ja. Naja, ein bisschen was kennst du auch noch, gell? Die hat wohl Jack verloren. So, jetzt stoße ich endlich auf Deep Slay, da kann ich gleich ordentlich Strip-Minen, würde ich sagen. Leg die Map mal in deine Tour oder so, ne? No, wie du willst, also kannst du auch dir so... So ein Mini-Lager kannst du dir ansammeln, ne, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du Kistenplätze vorgesehen hast in deiner WG oder Wohnung. Ich brauche nicht für mich. Dann kannst du auch den Schatz suchen, wie Mr. Krabs. Ah ja, genau. Oder mal die leere Kiste von... Na, ich bin jetzt auf Höhe minus 12, ich glaube, ich muss auf minus 60 oder so, damit ich mehr Dias finde. Ich sehe noch alles finde jetzt. Na, am Ende hast du mehr Dias als ich hier auf meiner Farmtour. Ich bin wahrscheinlich noch nicht mal unten angekommen gleich. Naja, immerhin kriege ich schon mal ordentlich was von dem Rohstoff, den ich am dringendsten mitbrauche. Oh, jetzt habe ich eine Höhle. Sehr schön, ne? Brauche ich auch Wasser? Scheiße, habe ich nicht mit. Ach so, das ist gar nicht so tief. Na, dann geht's ja. Ah, ich sehe schon direkt Dias. Ey, geil. Das hätte ich nicht erwartet. Okay, ja stimmt. Ich habe ja auch Glück auf der Spitzhacke und jetzt direkt zwei rausgekriegt. Dann würde ich ja einfach mal weiter erkunden an der Stelle, bevor ich jetzt in irgendeine andere Höhle oder sowas gehe. Der Abschnitt hier gefällt mir. Also das sind nicht so Riesenhöhen, die kann man noch gut überblicken gerade. Und da findet man auch ein paar Erze so. Ja, ganz normal eigentlich wie früher. Ja, für 95. Da bist du gerade?
habe ich Emeralds gefunden im Berg. Ach so, ja, das ist neu. Die werden jetzt irgendwie, je höher das ist in diesen Extreme Hills, desto häufiger generiert eben. Das haben sie umgekehrt. Hier ist so ein komisches Messer-Ding. Ach so, so eine Messerküste? Oder was meinst du? Irgendwie sowas mit Iron Bars. Ah, mit Iron Bars ist da was generiert. Das wundert mich gerade, die Beschreibung.